Die Nachricht des Tages war aus meiner Sicht heute der fortgesetzte freie Fall der deutschen Industrie. Und das ist für uns alle ein Problem, denn diese Industrie, die war jahrzehntelang Garant für Wohlstand und auch einen funktionierenden Sozialstaat. Denn in der Industrie werden viele Jobs geschaffen, ob in Großkonzernen, ob im Mittelstand. Da sind die Margen besonders gut. Da ist man allerdings eben darauf angewiesen, dass die Energiekosten, um Produkte herzustellen, nicht allzu hoch sind. Das ist in Deutschland nicht mehr der Fall. Und aufgrund dieser gestiegenen Energiekosten, die ja absichtsvoll nach oben gedreht wurden, weil man eben sagte, wir müssen sehr schnell klimaneutral werden, das führt dazu, dass für viele sich die Produktion hier in Deutschland nicht mehr lohnt. Also denken viele darüber nach, dass man vielleicht in die USA geht, wo man noch wunderbare Subventionen durch den Inflation Reduction Act bekommt. Und dieser Niedergang der deutschen Industrie wird früher oder später dann auch den Dienstleistungssektor erfassen und zu fortgesetzter Arbeitslosigkeit oder verstärkter Arbeitslosigkeit führen. Und insgesamt sehen wir, dass die Rezessionssorgen natürlich in der Eurozone insgesamt zunehmen durch diese Schwäche der deutschen Industrie. Und das ist so ein Stück weit ein Thema gewesen, was die Amerikaner auch heute, was die Weltmärkte insgesamt beschäftigt haben. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Industrie auf 41, alles unter 50 ist Schrumpfung. Wir kommen von 43,20, aber Sie sehen, das geht seit Monaten konstante zurück. Und Werte unter 40 waren immer mit schweren wirtschaftlichen Krisen verbunden. Jetzt schauen wir uns mal an. Wir hatten zwei Zeiträume, wo das noch schlechter war. Das war unmittelbar im Gefolge der Finanzkrise. Klar, da war Panik. Da dachte man, dem Finanzsystem insgesamt ist der Stecker gezogen worden. Dann kam allerdings die Erholung. Und zu den Corona-Lockdown-Zeiten, klar, da war die Wirtschaft, auch das produzierende Gewerbe, weitgehend stillgelegt. Also es wird jetzt langsam ernst. Das ist schon sehr, sehr bedenklich, was hier passiert. Und gucken wir uns mal die Auftragsbestände etwa der deutschen Industrie im verarbeitenden Gewerbe an. Dann waren die zum Vorjahresmonat zuletzt im Februar 2022 positiv. Seitdem immer ein Minuszeichen davor, teilweise zweistellig. Und das ist natürlich kein Wunder, wenn du dann solche hohen Kosten hast, wenn du etwas produzierst und wenn dir der Wirtschaftsminister sagt, naja, notfalls müssen wir euch leider die Energiezufuhr abschneiden, weil wir sind ja dann verpflichtet, anderen zu liefern. Wenn man gleichzeitig eben Energiequellen freiwillig abschaltet, vorhandene Energiequellen hier etwa in Niedersachsen oder in Niedersachsen Fracking nicht angehen will, aber schmutziges Fracking-Gas aus den USA importiert, okay, dann hat man natürlich solche Themen. Und so kommen wir in eine Situation, wo ein ohnehin bestehender Abschwung der Industrie in Deutschland nochmal besonders dynamisch passiert aufgrund der politisch gewollten Verteuerung von Energie. Und wie das Ganze aussieht, das sehen wir hier mal, die Strompreise für die Industrie inklusive Stromsteuer. Und da sehen wir, da waren wir 2020 noch bei knapp 18, dann sind wir raufgeschossen auf 33, dann auf 53. Und teilweise schon also diese Anstiege vor dem Ukraine-Krieg. Wichtig, jetzt sind wir bei 40. Das ist immer noch ein Mehrfaches dessen, was in den USA bezahlt werden muss. Ein Mehrfaches dessen, was in Frankreich bezahlt werden muss. Und dann kannst du irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig sein. Und so zieht Deutschland die Eurozone insgesamt mit nach unten. Allerdings hatten wir heute auch schwache Daten aus Frankreich bei den Einkaufsmanager-Indizes. Auch da, das dient der Dienstleistungssektor, der geboomt hat, abgekühlt. Das gleiche in Deutschland, aber nach wie vor expansiv. Während eben die Industrie auch dort, auch in Frankreich schrumpft. Und das konterkariert so ein bisschen die Prognosen der EZB, wie auch viele Ökonomen, die gesagt haben, naja, aber im zweiten Halbjahr, da wird es doch richtig besser. Und dementsprechend vermutet die Commerzbank, dass die EZB im Juli vielleicht nochmal die Zinsen anheben kann. Aber das war es dann, weil eben die wirtschaftliche Talfahrt sich beschleunigt. Und die sehen wir, wie gesagt, weltweit in den PMIs Manufacturing, also in den Einkaufsmanager-Indizes, da geht es nach unten. Und die EZB, die eben dann in diesen Abschwung noch die Zinsen anhebt, und dieser schnelle Zinsanhebungszyklus, der hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Dinge da schwieriger werden, wenn Geld immer mehr kostet. Jedenfalls sehen wir, dass die globalen Investoren in Anleihen gegangen sind, in die vermeintliche Sicherheit, weil man eben eine Rezession fürchtet, etwa die 10-jährige deutsche Staatsanleihe 14 Basispunkte runter.
Die Rendite, die Kurse steigen, die Renditen fallen. Das ist ein richtig großer Schluck aus der Pulle. Und die Zinskurve in Deutschland, 2- und 10-Jährige, so invertiert wie seit 1992 nicht mehr. Also Rezession gewissermaßen garantiert, könnte man sagen. Und gucken wir uns mal an, was heute aus den USA zu den Einkaufsmanager-Indizes gemeldet wurde. Da ist der Dienstleistungssektor noch ziemlich robust, aber auch die Industrie dort jetzt in der Schrumpfung, schon im Vormonat. Jetzt hat sich das nochmal beschleunigt, 46,3, schwächer als erwartet. Und vor allem, was S&P Global, die diese Daten erheben, hier dazu gesagt hat, das ist hochinteressant. Die haben nämlich festgestellt, dass die Preise für die Unternehmen so stark gestiegen sind, die Produktionspreise so stark gestiegen sind wie seit 5 Monaten nicht mehr, aber die Verkaufspreise nur ganz leicht angehoben wurden, weil eben die Löhne so stark gestiegen sind, hat man höhere Kosten und kann aber, weil der Konkurrenzkampf, weil der Wettbewerb so hart ist, eben jetzt die Preise gar nicht mehr so stark anheben oder auch weil der Konsument das nicht mehr mitgeht, bedeutet im Klartext, das alles geht direkt in die Marge und dann stellt sich, wenn die Margen schlechter werden, eben auch die Frage, naja, wie schaut es denn aus mit den Bewertungen der Firmen? Die Frage ist, wann kommt die Rezession auch in den USA? In Deutschland, da ist sie ja schon der Fall, aber hier sehen wir mal, die invertierte Zinskurve deutet darauf hin, ja, könnte schon im 4. Quartal diesen Jahres losgehen. Warum es bisher in den USA noch keine Rezession gegeben hat, ist eben dieses Polster, das geschaffen wurde durch die Liquidität, die in die Märkte gepumpt wurde, in die Wirtschaft gepumpt wurde, dadurch ein künstliches Wirtschaftswachstum erzeugt wurde, was noch ein gewisses Polster bietet, aber auch dieses Polster wird wahrscheinlich dann nicht mehr so lange halten. Für die Aktienmärkte wiederum extrem relevant, kommt diese Rezession oder kommt sie nicht, denn das entscheidet darüber, ob diese Bewertungen, die wir sehen, gerechtfertigt sind. Gucken wir auf die Frühindikatoren, 14 Monate in Folge in den USA negativ, gab es nur zweimal in den letzten Jahrzehnten, 1973 vor der großen Rezession damals und 2007 vor der Finanzkrise. Und klar, warum sollte es diesmal anders sein? Wenn die Zinsen stark steigen und schnell steigen, so hat mein Kollege Hannes Zipfel heute richtigerweise gesagt, dann gibt es natürlich immer mehr Kreditausfälle, weil viele ohnehin schon knapp auf Kante genäht sind. Und wenn das Geld dann immer teurer wird und sie zum Beispiel damals in Nullzinsphasen günstige Kredite hatten, ein Geschäftsmodell haben, das sich so gerade über Wasser hält und dann plötzlich die Zinsen eben viel teurer sind, sie frisches Geld brauchen, dieses Geld aber sehr teuer ist, dann hast du Ausfälle und das wird diesmal nicht anders sein. Das sieht man ein Stück weit an den Banken, die auffallend schwach sind. Unten sehen Sie etwa mal den Vergleich verschiedener Sektoren in den USA. Ganz unten die Banken schwach, die sind jetzt an einer wichtigen Aufwärtstrendlinie und das sind jetzt nicht nur die Regionalbanken, sondern da sind die Dickfische dabei, eine JP Morgan, Bank of America, Citi. Die sind alle auffallend schwach in letzter Zeit, weil eben man offenkundig riecht, dass da die Dinge schwieriger werden für die Banken und schwache Banken und ein steigender S&P 500, das passt eigentlich nicht zusammen, denn diese Banken, die sind gewissermaßen das Herz-Kreislauf-System der Marktwirtschaft und wenn das stockt, dann kann eigentlich der Gesamtorganismus nicht gut performen. Kurze Anmerkung heute zu Notenbank-Sprech, Edward Lane, der Chefvolkswirt der EZB, der sagt, ja, wir sehen keine Lohnpreisspirale, sondern wir sehen eine Inflation-Lohnspirale gewissermaßen, das, was wir vorhin schon aus den Daten in den USA gesehen haben, nämlich, dass die Arbeitnehmer höhere Löhne brauchen, um mit der Inflation Schritt halten zu können. Die Fed wiederum heute 2 Speaker, Bostic, der sagt, also ich bin gegen eine weitere Zinsanhebung. Daley, die glorreiche San Francisco Fed-Chefin, dagegen sagt, naja, 2 könnten es noch sein, aber gucken wir halt mal, wie die Daten reinkommen. Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Märkten, dann sehen wir, 7 Aktien halten die Märkte oben. Die anderen 493 sind im Vergleich oder seit Jahresbeginn jetzt unverändert. Wir sehen also, dass diese 7 Aktien durchschnittlich 55% gestiegen sind. Alleine Apple und Microsoft haben 1 Billion an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, damit die Hälfte des gesamten S&P 500 Gewinns. Und jetzt könnte man natürlich durchaus argumentieren, dass diese 493 anderen S&P Aktien, und das ist ja der mit Abstand größte und marktschwerste Leitindex der Welt, dass die viel mehr die Wirtschaft abbilden als diese 7 Sonderunternehmen, wenn man so will. Aber das liegt natürlich an der KI-Euphorie. Hier sehen wir mal den Newsflow, also die Medienberichte über künstliche Intelligenz. Booms, das hat schon Viagra-Dimensionen. Da ist eine Euphorie da.
Hier sehen wir mal den Vergleich S&P ohne diese KI-Aktien sehr schlechter aus. Heute ein bisschen ein anderes Bild. Zunächst mal Schwäche, dann eine Erholung. Aber wir sehen, da ist sehr viel Rot. Auch bei den großen Tech-Aktien geht es heute nicht nach oben. Und das ist vielleicht gar nicht so erstaunlich, denn wir haben jetzt die zweite Woche in Folge relativ deutliche Abflüsse aus dem Tech-Sektor. Der eine oder andere sieht vielleicht, naja, das ist ein bisschen übertrieben, zumal diese Tech-Aktien dem Renditeanstieg, der in den letzten Wochen der Fall war, heute ja nicht aufgrund der Rezessionsängste, aber in den letzten Wochen der Fall war, da ist man mit den steigenden Renditen mitgestiegen, etwa eine Tesla. Noch im Jahr 2022 war das komplett umgekehrt und das ist eigentlich das Normal, nämlich steigende Renditen schlecht für Tech-Aktien, fallende Renditen gut für Tech-Aktien. Diesmal ist alles anders und wenn wir jetzt nochmal kurz einen Vorausblick auf die nächste Woche werfen, dann sehen wir, die ist meistens negativ. Das war nicht so im Jahr 2021. Der S&P 500 2,74% gewonnen, aber sonst viele, viele negative Vorzeichen. Das liegt einerseits daran, dass die Unternehmen in den USA eine Blackout Period sind, vor der Berichtssaison, also keine eigenen Aktien zurückkaufen können und vor allem dann dieses Rebalancing von Portfolios, also die Gewichtung von Aktien und Anleihen ausbalanciert werden muss, wieder zugunsten von Anleihen wahrscheinlich, weil alle eben in Aktien gewesen sind. Gucken wir nochmal nach Deutschland, Immobilienmarkt, und da wären die Preise zum Vorjahr nach Abzug der Inflation um 15% gefallen. Das ist schon mal ein richtiger Schnaps, aber wir kommen natürlich von sehr hohem Niveau. Aber dieser Immobiliensektor, gerade der Gewerbeimmobiliensektor, dürfte einer der großen Probleme sein, die dann die Wirtschaft mit nach unten ziehen. Wir sehen die Baugenehmigungen in Deutschland ja minus 31% und heute dieses Desaster bei Siemens Gamesa. Die Aktie Siemens Energy, die Aktie 37% verloren, fünftgrößter Tagesverlust einer Aktie aus dem DAX in der Börsengeschichte. Ich glaube nur Wirecard und ein paar andere haben das dann übertroffen. Drei Gründe, warum der DAX gefallen ist, und der ist ja in dieser Woche echt ziemlich unter Druck gekommen. Letzte Woche, glaube ich, war es, da waren wir noch im Allzeithoch. André Starke mit drei wirklich entscheidenden Gründen, warum das passiert ist, unbedingt sehenswert. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Naja, was macht denn jetzt die EZB? Was bedeutet das, was da heute mit diesen miserablen Daten aus den Einkaufsmanager-Indizes gekommen ist, vor allem aus Deutschland? Kann man da noch weiter die Zinsen anheben? Dieser Artikel, Schock für die EZB, letzte Anhebung im Juli der Zinsen. Diese beiden Artikel, jetzt wünsche ich ein entspanntes Wochenende und sag Servus und Ciao.